hier ist Ronja und wir gucken uns seit relativ langer Zeit tatsächlich mal wieder eine animierte Geschichte an. Und zwar, meine Eltern überzeugten mich davon, dass ich ein Jahr lang im Koma lag. Was nach einer wilden Story klingt. Ich würde sagen, lasst es uns angucken. Es tut mir nach wie vor leid. Meine Kamera, die, die ist mit Belichtung, äh, macht die hier nur noch Quatsch. Also, entweder hole ich mir jetzt eine neue Kamera und schließe die an. Oder ich, ich weiß auch nicht. Also, die Software ist hin, deswegen geht da gar nichts mehr. Um, ich hoffe, es stört euch nicht zu sehr, dass ich einfach überbelichtet bin, aber gut. Hey ihr, ich bin June. Crazy. Es begann alles in der Nacht meines Abschlussballs. Ich war perfekt auf der Welt. Mein Leben war perfekt. Ich hatte alles, was ich je wollte und ich war okay. auch. Also, ich will jetzt ja nichts sagen, aber wie hieß du? Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Äh, du bist ein kleiner Angeber geregt meinen Abschluss zu machen und mein Erwachsenenleben zu okay, beginnen. Okay, okay. In dieser Nacht glühte ich. Ich hatte das beste Kleid in der Geschichte und ich stand im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der ganzen Schule. June ist ja so eine Angeberin, ja? Also ich wäre nicht gern mit June befreundet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war voll krass, ich hatte voll viel Geld, ich hatte voll viele Handtaschen, ich sah voll schön aus, ich hatte voll das schöne Kleid, alle liebten mich. Ich stand immer im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit und lasst mich euch sagen, ich liebte es. Ich war die beste Schülerin, ich hatte den süßesten Freund, und ich war die ganze Zeit von Freunden umgeben. Es war für niemanden eine Überraschung, dass ich die Ballkönigin werden würde. Es war das perfekte Ende der Highschool-Erfahrung. Ich war Ich mein, jetzt mal ohne Quatsch. Ich kenne June seit 45 Sekunden und ich finde June schon sehr anstrengend. Ich kann mir schwer vorstellen, ja? Dass die super, super insanely beliebt war und, und der krasseste Mensch aller Zeiten. Ich war es gewohnt, Königin zu sein und ich hatte meine Krone verdient. Als ich die Treppe hinaufstieg, um sie entgegenzunehmen, hörte ich ein Knacken und bevor ich reagieren konnte, stürzte ich auf den Boden und schlug hinein. Wo warte, 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 warten Sie mal. Wo kommt denn der Mund her? Das letzte, woran ich mich erinnerte, ist, dass Schreie in einem anderen Raum gehört habe und Schmerzen in meinem ganzen Körper spürte. Okay, Als ich aufwachte, war ich im Krankenhaus. Meine Eltern und mein jüngerer Bruder waren dort. Sie eilten zu mir, aber sie sahen düster aus. Sie sahen sich an, bevor ich hörte, wie meine Mutter die letzten Worte sagte, die ich jemals hören wollte. Sie sagte, du liegst seit einem Jahr im Koma. Zuerst sah ich meine Familie an, aber dann begann ich zu lachen. Ihr nehmt mich auf den Arm, oder? Ich sah mich in den Raum um und fragte, wo sind die Kameras? Es muss ein ein Witz sein. Aber sie haben nicht gelacht. Sie sahen besorgt aus. Meine Mom sagte, sieh mal Schatz. Es ist eine Menge zu verarbeiten, aber. Nein, es gibt nichts. Es gibt nichts zu verarbeiten, weil du Witze machst, sagte ich, obwohl ich jetzt auch nicht mehr gelacht habe. Ich sah sie schweigend an und meine Mutter begann zu weinen und es machte Klick. Was? Ich bin kein guter Schauspieler, ja, bin ich auch ehrlich mit. Ich tu nicht so, ja? Ich, ich sag euch allen, ich bin kein guter Schauspieler. Jeder, der was anderes behauptet, ist ein Lügner. Aber diese, diese Synchronsprecherin, ja? Die ist noch schlechter. Ich kann, ich kann mich gar nicht auf den Inhalt der Story konzentrieren, was mich voll traurig macht, weil es bestimmt voll die gute und realistische Story ist, die garantiert nicht frei erfunden wurde. Das ein ganzes Jahr, was okay, mit meinem lag und Koma. meiner Krone und meinen Plänen für das College. Darf ich nur mal anmerken, direkt nach dem Abi ein Jahr zu verlieren ist, glaube ich, die, schlechte, die beste Stelle, wo du ein Jahr verlieren kannst. Also rein theoretisch, weil ich meine... Du bist fertig mit der Schule, ja. Du musst, du, du vergisst keinen, keinen Lernstoff, den du fürs Abi brauchtest oder sowas. Du bist, du bist durch, ja. Du hast dein Abi, ob du jetzt beim Abschlussball warst hin oder wie. Also, ich meine, sie war ja sogar da. Ähm, du kannst auch ein Jahr später in die Uni gehen. Das ist kein Problem. Du bist trotzdem noch in einem normalen Alter. Also, ich glaube, wenn du mitten in einem Job oder so ein, äh, ein Jahr verlierst oder im Studium und dann fehlen dir da die, der Anschluss an die, an die Sachen, dann ist es, glaube ich, viel, viel, viel schlimmer als so in diesem Zwischenraum. Also möchte ich nur mal anmerken, nicht, dass das nicht tragisch wäre, hatte Glück im Unglück. Was ist mit meinem Freund? Wo war er? Oh, stimmt, ich stimmt, nicht verstehen. der Freund. Ich konnte nicht denken, mir wurde ganz schwindelig und eine Sekunde später musste ich mich übergeben. Ich forderte meine Mutter auf, mir mein Telefon zu geben, aber sie sagte, ich muss mich mit der Realität auseinandersetzen. Ein ganzes Jahr und das war geht mit einem Telefon nicht. Das weiß ja jeder. Weil Handys gibt's ja nicht mehr, die sind erfunden. Ich will wache auf. Wache auf, June! Und ich musste Dinge langsam angehen. Als ich nach meinem Freund fragte, hieß es, er sei zum College auf der anderen Seite des Landes gegangen. Und meine Freunde hätten mich in dem ganzen vergangenen Jahr nie besucht. Und das war noch nicht mal das Schlimmste von allem. Was war Als das ich Schlimmste ihnen sagte, von allem? sie sollten mich nach Hause bringen, sagte mein Vater, dass Ihr ich hast kein Zuhause mehr! Wir haben dein Zimmer in einen Fitness-Hobbyraum umgewandelt. Wir sind froh, dass du weg bist. Sieh gefälligst aus. Viele Schulden hätten, weil sie ein Jahr lang die Krankenhausrechnung bezahlen mussten. Und dass sie das Haus verkauften und in eine billige Nachbarschaft umziehen mussten. Wir waren jetzt arm? Das war das Ekelhafteste, was ich je gehört habe. Alter, deine Wir Eltern zahlen ein Jahr lang Krankenhaus für dich und du bist nur so ekelhaft, Mann, wir sind arm, kann es auch gleich lassen, Ge hol mich jemand zurück ins Koma, bitte, danke. Mussten auf das Community College gehen? Ich muss mich wieder übergeben, wie ich es hasste, das zu tun. Ich hasste sie, aber als ich sie anfing anzuschreien, fing meine Mutter wieder an zu weinen, mein Bruder kam ganz nah zu meinem Gesicht und sagte, hey du egoistisches Mädchen, ja. wenn jemand daran schuld ist, dann du. Alter, du, danke, ich liebe den Bruder. Ich hasse die June, aber ich liebe den Bruder. Es ist ein Unfall und es waren deine Rechnungen, die bezahlt werden mussten. Du solltest dankbar sein. Ist ich so. Ich schwenkte meine Arme und sah ihn an, als ich sagte, ich bin hier das Opfer, ihr solltet für mich da sein. Aber sind er sie doch, fast. sind sie doch. June, du kleines undankbares Stück. Sieh dich um, wir sind die Einzigen, die für dich da sind. Also reiß dich zusammen. Alter, ich fühl den Als Bruder. ich im Auto auf dem Weg in die neue Nachbarschaft war, konnte ich nicht aufhören, über die Worte meines Bruders nachzudenken. Er war ein Idiot, aber er hatte recht. Ja. Wo waren die anderen? Wo waren meine Freunde? Wo waren die Freunde? Freund? Wo ich war hatte der keine Freund? Keine in mein Zimmer und keine Liebesbriefe. Ich hatte Ist nichts, ich hatte niemanden. Wir kamen im neuen Haus an und es war winzig klein. Also ich jetzt mal ohne Quatsch. Schon ein bisschen ein, ein, kein netter Move vom Freund. Also ich meine, wenn man mal überlegt, ich meine klar gut. Nach nach einem Jahr irgendwann bist du halt so, ich kann nicht ewig einfach im Krankenhaus bleiben, aber so die ersten Wochen oder Monate oder was auch immer, du, du bist ja nicht einfach so, Jo, also meine Freundin liegt im Koma, also bin ich jetzt weg, ciao. Also das, das macht ja auch eigentlich keiner, das ist ja nicht wirklich die, die feine englische Art. Wollte mich wieder übergeben. Ich ertrug es nicht, arm zu sein. Ich hasse die Armut und jetzt würde ich sie selbst erleben müssen. Ich ging hinein und ging Dann in mein Zimmer. Dann verdienst halt dein eigenes Wenigstens Geld. würde ich meine June. Sachen haben, oder? Aber als ich hineinkam, war dort nichts außer einem alten Bett und einem alten Schreibtisch. Wo sind meine Sachen, rief ich zitternd, aber meine Mutter sagte, sie müsste alles verkaufen. Mein Fernseher, mein Computer, meine Tonanlage. Also sagte ich, was ist mit meinen Bildern, meinen Notizbüchern, meinen Skiliederpreisen? Und sie sagte, wir mussten alles wegwerfen. Keiner von uns hat mehr was. Es gab Warte, Wieso musstet ihr das wegwerfen? Das macht gar keinen Sinn. Kein Platz in diesem Haus. Das war zu viel. Ich schrieb. Aber auf. kein Platz im Haus für ein Fotoalbum? Ihr Zimmer, also sie hat ja scheinbar sogar ein eigenes Zimmer, ja? Wenn da ein Bett und ein Schreibtisch drin steht, dann ist es nicht möglich, irgendwie in so eine Schreibtischschublade so so, keine Ahnung, so ein Notizbuch reinzulegen. Nein? So ein Fotoalbum? Bilder? Eure dummen Sachen sind mir egal. Du hättest meine Sachen nicht wegwerfen sollen. Du hättest sie nicht einmal anrühren dürfen. Ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich. Ich schlug die Tür zu und weinte stundenlang auf dem Boden. Warum geschah das mit mir? Ich hatte das nicht verdient. Alles, was ich je getan habe, war zum Wohl der anderen. Ah. Du, das glaube ich dir nicht, und Du wirkst ein bisschen egoistisch, muss ich ganz ehrlich sagen. als ja. bei der Hausarbeit zu Hause. Ich war dankbar für die Dinge, die ich hatte. Hm. Ich war ein Student und ich bin eine liebenswerte Schwester. Du warst doch nicht Lügen. Es du bist doch nicht mein Student. Du hast die Schule fertig gemacht. Ah. Tage vergingen, wurde ich langsam müde und merkte, wie verloren und allein ich war. Ich begann einzusehen. Da Cooler wir uns jetzt Bart. in einem stadtentfernten Viertel befanden und Papa das einzige Auto, das wir hatten, für die Arbeit benutzte, begann ich lange Spaziergänge zu machen. Okay. Und eines Tages sah ich eine Gruppe von Teenagern, die im Park herumhing. Eines der Mädchen sagte, ich soll mich zu ihnen setzen. Sie Nachdem Fußball. sie sie im Baum gesehen hat mit so einem Stock im Haar so als Versteck so hey komm doch her. hatten Spaß. Ohne Fragen zu stellen lud sie mich ein mit ihnen Fußball zu spielen. Ich war wirklich gut in Sport also war es meine Gelegenheit anzugeben. Aber ich war schlechterin. Ich bekam eine Reihe von Schlägen mit fliegenden Bällen denen ich nicht ausweichen konnte. Verdient. Und ich bin auch vom Skateboard gefallen. Aber anstatt mich auszulachen wie meine alten Freunde halfen sie mir und brachten es mir bei. Richtig coole ich alte Stunden Freunde, Mann. mit ihnen. Sie schienen wirklich nette Leute zu sein. Ich hatte keine Ahnung, dass ich so viel Spaß haben könnte, ohne Geld auszugeben. Als ich nach Hause zurückkam, sah ich, wie Mama das Abendessen zubereitete. Also fragte ich sie, ob sie Hilfe brauchte. Ich wusste nicht, wie man kocht und machte schnell alles durcheinander. Du wusstest auch. Wie, was kannst du überhaupt, June? Aber anstatt mich zu bestrafen, fing Mama an zu lachen. Sie kniff meine Nase mit Mehl und wir begannen eine Essensschlacht. Mein Bruder kam zu uns, um mitzumachen. Sorry, aber was sind denn diese Cutscenes zwischen euch? uns gegen Mama zusammen und so kam Papa um ihr zu helfen. Das Gemüse flog durch die Küche. Wir hatten so viel Spaß. Zum ersten Mal in meinem Leben fühlte ich mich frei und glücklich. Ich habe so sehr gelacht, dass mir der Magen weh tat. Meine Familie war so cool. Als die Tage okay. vergingen, gewöhnten wir uns an die neue Routine des gemeinsamen Abendessens. Ich lernte sogar, wie viele verschiedene Gerichte zusammengekocht werden konnten. Der Arzt sagte, okay, dass gut. viele Patienten das Kochen als Therapie verwenden und ich erkannte, dass sie recht hatten. Es war eine großartige Therapie. terapije. Mein Bruder verbrachte mehr Zeit in der Schule, während ich zu Hause blieb. Der Arzt schlug vor, die Dinge langsam anzugehen. Nee, du hast ja auch keine Schule mehr. Du müsstest dir wenn dann eine Uni suchen. Wenn ja, so er nicht. hatte und sofort aufs College gehen wollte, sagte er, es sei eine schlechte Idee. Okay. Eine unserer Nachbarn war eine alleinerziehende Mutter, die sich um fünf Kinder kümmerte. Eines Freeze. Tages wollte sie einige Gegenstände verkaufen, um Geld zu bekommen. Wir gingen mit Mama dorthin und mir wurde klar, dass sie nicht viel Geld für die Dinge bekommen würde, die sie besaß. Und ich fühlte mich wieder schuldig für meine Vergangenheit. Dann sagte sagte sie, dass diese Kinder nicht einmal ihre seien und dass sie aus einem Pflegeheim kommen. Was? Sie verkaufte Sachen, um Kindern zu helfen, die nicht ihr gehörten? Ich verstand das <laughs> nicht. Aber sie lächelte und sagte, ich habe alles, was ich brauche. Jeder in der Nachbarschaft wusste, was sie tat, und sie bekam ständig Spenden. Einige der Dinge kaufte sie sich, als wollte sie sie kaufen, um andere nützliche Dinger für die Kinder zu kaufen. Was? Sag, Den Satz habe ich gar nicht verstanden. Einige der Dinge kaufte sie sich, als wollte sie sie kaufen, um andere nützliche Dinger für die Kinder zu kaufen. Sorry, Mann. Da <laughs> bin ich überfragt. Dreimal kaufen in einem Satz zu benutzen, verwirrt Leute meist. Ich sah mir die Kinder an, die draußen spielten. Sie waren süß und geliebt und glücklich. Diese Frau okay. hatte ein großes Herz. Und Gut. dann schlug mir die Schuld wieder ins Gesicht. Meine Familie hatte meinetwegen alles verloren. Und anstatt mich zu bedanken, schrie ich sie an. Ich hatte früher so Ist viele so. nutzlose Dinge, Kleider, die ich nicht trug, alte Spielsachen, mit denen ich nie gespielt habe. Ja, guck Sie würden diesen Kindern so viel Gutes tun. Am nächsten Tag half ich unserer Nachbarin, eine Webseite für die Dinge zu erstellen, die sie verkaufen wollte. Okay. Ich brachte ihr ja auch bei soziale Seit Netzwerke... Seit wann kannst du Webseiten programmieren, frage ich mich, wenn du nicht mal, nicht mal kochen kannst? Sie ich nun. Es fühlte sich gut, an das Richtige zu tun. Aber dann passierte was Seltsames. Als ich ein Instagram-Konto für sie einrichtete, geriet ich in Versuchung und eröffnete mein eigenes. Der Arzt meinte, es wäre im Moment keine gute Idee, aber ich konnte nicht widerstehen. Und da sah ich es: das Datum. Es zeigte nicht ein Jahr voraus, sondern Wochen. Ich war so verwirrt. Ich begann die Geschichten meines alten Freundes und meine Freundes zu sehen. Alle sprachen What? über den Sommer und das College, auf das sie gehen wollten. Was no wollten? Way. Ich begann verzweifelt Websites zu öffnen, Wikipedia, Nachrichtenseiten, sie Wie zeigten alle das gleiche Datum, die gleichen Nachrichten. Seit dem Unfall waren erst ein paar Monate vergangen. Ich packte meinen Magen und übergab mich wieder einmal im Hause des Nachbarn, so peinlich. Ich verließ Hä? das Haus und eilte nach Hause. Ich schrie meine Mutter an. Ich war so wütend. Zu Recht? Wie konntet ihr mir das antun? Sie haben mich krank gemacht. Mein Was Bruder, mein Vater Hölle? tauchten aus dem Nichts auf und standen bei meiner Mutter. Ich schrie sie an. Wie lange war ich im Krankenhaus? Und mein Vater sagte, zwei Wochen. Zwei Wochen, zwei, ja. zwei Wochen, mein Verstand begann zu zweifeln. Was ist mit meinem Zuhause? Wo ist mit der Freund Mit meinen Sachen und mein Vater sagte, dass alles noch da ist und dass sie dieses Haus für die Sache gemietet hätten. Für die Sache? Was ist das, was sie dachten, was das hier ist? Meine Mom kam näher zu mir und sagte: Es tut mir leid. Wir wussten nicht, was wir tun sollten. Wir waren dabei, dich zu verlieren. Ich sah sie an. Das ist ironisch, denn genau das ist passiert. Ihr habt mich verloren. John, bitte, bettelte meine Mutter, aber ich war wütend. Die Eltern sind einfach nur straight up. Unsere Tochter ist so verzogen. Die hat überhaupt gar keinen. Kein Verhältnis zur Realität mehr. Wir spielen jetzt einen auf. Keine Ahnung, wie heißt das strengste Eltern der Welt? Diese RTL-Show, wo die Kinder in diese, ähm, diese Entwicklungsländer schicken, wo du dann den ganzen Tag arbeiten musst und kein fließendes Wasser hast. Das haben die gemacht, aber halt selber. Richtig clever. Bring mich nach Hause. Jetzt, sagte ich. Als wir im Auto saßen, weinte meine Mutter weiter und entschuldigte sich. Sie sagte, Hä? aber es was ist mit den Freunden nur mit und mit dem Freund? Ich auf die Realität schauen, aber ich konnte nicht mehr zuhören. Ich war wütend. Ich ging in mein Zimmer und seufzte, als ich sah, dass all meine Sachen noch da waren, dass ich mein Leben zurück hatte. Ich nahm meine Zusage fürs College und drückte sie an meine Brust. Der Unterricht hatte bereits begonnen, aber ich hatte noch Zeit hinzugehen. Ich öffnete meinen Schrank und sah all meine Kleider. Ein Moment lang dachte ich an die armen Kinder im Nachbarhaus, aber ich ließ mich von diesem Gedanken nicht beeinflussen. Schon am nächsten Tag zog ich mich an und fuhr zum College. Aber ich war nicht so aufgeregt, wie ich dachte. Das Auto, meine Kleidung, mein teurer Rucksack, alles machte mir ein schlechtes Gewissen. Okay. Nur eines dieser Dinge, der Frau zu spenden, würde den Waisenkindern helfen. Ich versuchte, mich auf den Unterricht zu konzentrieren, aber zum ersten Mal fühlte ich mich wie ein Außenseiter. Also beschloss ich, mich nicht nur auf mich was, zu konzentrieren. Aber was? Okay, was ist denn? Sorry, aber was ist mit Ihren Freunden und mit Ihrem Freund? Wo sind die? Die Leute in den Kleingruppen sprachen über die Ferien und darüber, wie sie Spaß zusammen hatten. Es war keine ah nötige zur Schaustellung. Wir waren alle Menschen, genau wie ich. Ich holte tief Luft. Ich war hier. Ich habe diese Gelegenheit, also meine Tage mit Mitleid verbringen oder ich kann etwas dagegen tun. Aber ich musste mich zuerst vergewissern. Anstatt nach Hause zu fahren, fuhr ich zu meinem alten Freund nach Hause. Okay. Er öffnete die Tür. Hast du was damit zu tun? Er blieb stumm. Natürlich gehörte er dazu, ein Verräter, genau wie meine Familie. Er läutete schweigend und drehte sich um, um zu gehen. Aber er hielt mich an und sagte, dass es ihm leid täte. Es macht die, irgendwie die, die Storytelling. Es ist entweder einfach richtig schlecht übersetzt oder es ist einfach schlecht synchronisiert. Es klang gerade so, als der Freund drehte sich um, um zu gehen und dann siehst du, wie das Mädchen geht und es ist so, ja, aber der Freund hielt sie zurück, so was? Ich dachte, er ist gegangen, es macht, aber er es hat stört ja auch einen mich. schrecklich egoistischen Menschen gesehen und er sagt, er hat versucht, mir das klarzumachen, aber ich wollte nicht zuhören. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich hatte so viele verschiedene Erinnerungen an unsere gemeinsame Zeit. Ich ging zurück nach Hause und direkt in mein Zimmer. Ich begann mir die Bilder an meinen Wänden anzusehen. Ich sah glücklich aus, aber war es nicht. Er war auf den Bildern traurig und besorgt. Wie kommt es, dass ich das nie gesehen habe? War ich wirklich so egoistisch? Ein bisschen, wahrscheinlich. Ich sah mir alle Bilder an. Aber andererseits freuten. warst du auch, keine gleichen. Ahnung, 16, Niemand 17. Niemand hat auf meinen Bildern gelächelt. Niemand hat um mich herum gelächelt. Ich erinnerte mich immer wieder an die weißen Kinder und wie glücklich sie waren, als ich den Kuchen für sie backte. Ich erinnerte mich an die Teenager im Park. Aus keinem besonderen Grund haben alle gelacht. Es waren die einfachen Dinge, die den Unterschied machten. Ich hatte mich so sehr in meine eigene Welt vertieft, dass ich mich nie um andere gekümmert hatte. Weder meine Familie, noch meine Freunde. Die Dinge würden sich ist ändern. So. Hat müssen. Hat man und voll war gemerkt. Froh, wissen, wusste, ich. dass ich noch Zeit hatte. 45 Sekunden innen habe ich gesagt: Mensch, die ist voll egoistisch und voll blöd. Ich zweifle, dass sie gestorben ich wäre, hätte ich mein Leben nicht ändern können. Aber ich war am Leben und es gab ein paar Dinge, die ich noch tun konnte. Nice. Ich öffnete meinen Schrank und begann alles herauszunehmen, was ich nicht gebrauchen konnte. Nach nur ein paar Stunden konnte ich nicht glauben, wie groß der Haufen war. Mhm. Ich hatte noch nicht mal die Hälfte davon rausgenommen. Dann packte ich alle Kleider in Säcke. Und dann nahm ich auch noch meine Technik, die ich nicht benutzte mit. Ich okay, und dann? Mit all dem Zeug ins Auto und fuhr zum Haus der Frau zurück. Die Kinder kamen raus, um mich zu begrüßen und umarmten mich. Ich begann zu weinen, als ich sie umarmte. Die Frau bat mich herein und fragte, was los ist. Ich erzählte ihr meine Geschichte, auch den Teil, dass ich ein schrecklicher Mensch bin. Ich habe keine Information ausgelassen. Sie hörte meine ganze Aha. Geschichte an und sagte dann, dass es nicht unsere Worte, sondern unsere Taten waren, die uns definierten. Und für all die Dinge, die ich gespendet hatte, konnte sie sagen, dass ich ein guter Mensch sei mit gütigem Herzen. Aber ich war immer noch sehr wütend auf meine Familie. Verständlich. Und war nicht gerechtfertigt. Ganz gleich, was dabei herauskam. Und dann sagte die Frau: Die weisesten Worte, die ich je gehört habe, was sind, die weisesten sie Worte? Sagte, Hit dass me. wir nur Liebe in unsere Herzen legen sollten, nicht Hass. Was immer eine Familie getan hat, sie hat es eindeutig aus Liebe getan. Und das ist es, was zählt. Ich ging nach Hause und sagte, dass meine Taten weh täten. Ich dankte ihnen, dass sie ihr Vertrauen in mich nicht verloren haben. Wow. Äh, ja, also das äh, wird jetzt so nicht direkt passieren. Das ist. Ich, mein, ich habe das Gefühl, wir waren zwischendurch, waren wir auf einem guten Aufwärtstrend, was diese animierten Geschichten angeht, mit. Das könnte so passiert sein, das ist glaubwürdig. Aber mittlerweile nein. <laughs> Einfach nein. Das war's aber auch mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und abonniert diesen Kanal, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst. Und dann äh, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, ciao!